Demnächst stehen die Quartalszahlen von Palantir bevor und wir haben in den letzten Wochen zum Glück ja so eine kleine Rallye bei Palantir gesehen. Es wurden knapp über 40% an Plus gemacht und ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen angeschlagen, bin krank und infiziert, deswegen entschuldigt mein Aussehen. Ich wollte aber trotzdem dieses Video einmal machen, ein Update, damit wir einmal hier besprechen können, worauf man achten sollte bzw. worauf ich achte und du kannst mir natürlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was du so im Auge behältst. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal in der Vergangenheit mal ein Video gemacht, am 28.06. oder so war das, wo ich einmal ganz kurz hier über den Kurs von Palantir gesprochen habe. Da habe ich folgende Trading-Idee vorgestellt. Mir wäre das zu heiß, jetzt genau hier zu investieren, genau vor einer Resistance-Linie. Diese Resistance-Linie ist jetzt ein Support. Das heißt, der nächste Step wäre, wenn man versucht halt irgendwie einen Trade zu setzen, dass das Ganze hier nach unten geht, das hier antestet und dann halt eben wieder nach oben geht. Das heißt, da müsste man halt einmal quasi so eine Bewegung sehen. Das habe ich euch auch in dem letzten Video gesagt und dann könnte man einen Trade öffnen. Und wenn wir uns jetzt einmal den Chart von Palantir einmal hier anschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass das auch genauso passiert ist. Also wir hatten hier einen Kursverfall, haben hier die Supportlinie erreicht und hatten danach einen Bouncer. Also hätte man diesen Trade quasi gemacht, dann hätte man hier knapp 13-14% plus gemacht. Übrigens, falls du generell Bock hast, solche Videos zu sehen, Palantir zu verfolgen, den Aktienmarkt, dich für Investieren interessierst, dann abonniere gerne den Kanal mit Glocke, dann bleibst du immer up to date und mich unterstützen kannst du gerne mit einem Daumen nach oben. So, und wenn wir weitermachen, dann sehen wir, dass Palantir natürlich wieder so ein Stückchen weiter nach unten gegangen ist. Und stehen demnächst jetzt hier die Earnings bevor. Am 8. August 2022 werden jetzt die nächsten Quartalszahlen veröffentlicht. Und was wir jetzt in letzter Zeit sehen, ist wirklich so eine kleine Trendlinie, die dann halt immer wieder gehalten wird, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Auch unter anderem, dass wir jetzt hier an der Supportlinie uns bewegen, ist sehr positiv. Man sieht auch generell, wenn man sich das Ganze hier einmal anschaut, dass wir quasi hier einmal in dieser Seitwärtsbewegung, in dieser Konsolidierungsphase uns befinden. Unter anderem natürlich, weil die Earnings bevorstehen und der Markt nicht so ganz genau weiß, wohin es weitergehen soll. Was mir aufgefallen ist, was ich eher als positiv betrachte und das wollte ich auf jeden Fall einmal mit anbringen. Wir hatten ja schon sehr, sehr lange einmal hier diese Trendlinie nach unten. Die wurde letztens hier einmal durchbrochen, was meiner Meinung nach sehr, sehr positiv ist. Leider entgegen dessen, wenn wir uns hier einmal ein paar Indikatoren anschauen, zum Beispiel die MACD-Linien im Tageschart, dann sehen wir, dass wir hier immer noch in einem Abwärtstrend uns befinden. Das ist leider halt eben negativ, auch wenn ich mir hier einmal die Lücke einmal anschaue, von der ich einmal gesprochen hatte, dass diese auf jeden Fall gefüllt wird. Die ist gefüllt bzw. gefüllt, dementsprechend kann es auch durchaus sein, dass der Markt dann halt eben sagt, okay, wir haben die Lücke einmal gefüllt aus chartanalytischer Sicht und gehen dann eben weiter nach unten. Muss nicht so sein, kann aber sein, wenn man sich als Hilfe nochmal den RSI-Indikator hinzuzieht, dann muss man hier leider an der Stelle sagen, der hilft jetzt heute tatsächlich gar nicht, weil wir genau hier uns in der Mitte befinden. Das heißt, man kann nicht sagen, man ist im Überkaufbereich oder im Überverkaufbereich. Wie jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einmal angucken, im Mai das der Fall gewesen ist. Hier waren wir eindeutig im Überverkaufbereich. Hier hätte man ganz easy einen Trade setzen können, dann halt eben die Welle reiten können. Und das sieht man jetzt halt derzeit nicht. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht einfach so direkt einen Trade hier setzen. Man könnte es versuchen, weil man auf der Supportlinie ist. Das könnte man definitiv machen. Ich bin aber kein Fan, knapp vor den Earnings jetzt irgendwie einen Trade zu setzen, weil man einfach nicht ganz genau wissen kann, wie das Ganze ausgehen wird. Und wenn sich jetzt der ein oder andere generell wundert, okay, warum gibt es denn jetzt überhaupt diese Rallye bei Palantir? Warum steigt denn der Kurs hier wirklich um knapp über 40%, wenn man sich das Ganze hier einmal anschaut? Beziehungsweise wir hatten sogar kurzzeitig, ich gehe hier mal ganz unten, wenn ich jetzt nach ganz oben gehe, knapp 60% plus gehabt, was natürlich schon enorm ist. Denn ja, man kann sich einfach generell den Gesamtmarkt hier einmal anschauen. Wenn wir uns den S&P anschauen, dann sehen wir hier auch so eine kleine Rallye. Das Ganze spiegelt sich auch in vielen anderen Aktien wieder. Das hängt auch einfach unter anderem damit zusammen, dass jetzt derzeit einfach keine bösen Überraschungen mehr am Markt stattfinden. Das heißt, die meisten Leute, die meisten Investoren warten halt eben ab und gucken, okay, was kann denn jetzt noch sehr, sehr Schlimmes passieren? Wann sollte ich einsteigen oder aufhören zu verkaufen? Und wenn jetzt keine bösen Überraschungen mehr kommen, dann muss man halt einfach sagen, dass der Markt schon fast alles eingepreist hat. Genau das gleiche zum Beispiel bei der Inflation in den USA. Da hat man auch von Anfang an oder die meisten Investoren haben damit gerechnet, dass die Inflationserwartung, die offiziell ist, halt weit übertroffen wird. Das haben wir auch gesehen. Die Inflationserwartung war dann halt etwas tiefer und dann, als wir die Inflationszahlen gesehen haben, dann waren die bei 9,1% oder sowas, also halt eben höher. Und das haben aber auch die meisten Investoren, wenn man sich auch YouTube, Google und sonst was, Twitter, alles anschaut, dann haben die meisten damit gerechnet. Genau das gleiche halt eben auch bei dem Thema Zinsen, das gleiche Spiel. Die meisten Investoren rechnen einfach damit, dass die Fed halt eben die Zinsen erhöht und zwar auch einen Ticken höher als das, was halt eben vorhergesagt wurde. Dementsprechend, wenn das dann eben passiert, ist es halt kein böses Zeichen. Dementsprechend werden
werden die Aktien derzeit nicht abgestraft. Wir haben uns auch mittlerweile aus dem Extreme 4 in den 4-Bereich bei den Aktien bewegt. Das heißt, es erholt sich langsam aber sicher. Die Leute gewöhnen sich an die neue Situation, in der wir uns halt eben befinden. Das Gleiche sehen wir auch am Kryptomarkt. Der erholt sich ja auch, zum Beispiel der Bitcoin. Und dementsprechend sind die Kurse derzeit halt etwas positiver. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das Ganze jetzt halt eben doch sich jederzeit ändern kann. Ne? Vor allem, wenn jetzt irgendwie eine böse Überraschung kommt. Es gibt halt einfach derzeit noch viele Konflikte, viele Unsicherheiten auf der Welt. Und wenn da jetzt irgendwas kommen würde, dann würde sich natürlich das ganze Spiel sofort wieder drehen. So funktioniert halt eben der Aktienmarkt. Wenn wir uns Palantir generell hier mal anschauen, dann sehen wir natürlich hier auch, die Marktkapitalisierung hat sehr, sehr stark gelitten. Klar, der Kurs ist halt eben gefallen. Ne? Wir sehen, die Marktkapitalisierung ist in keinem Vergleich zu setzen zu den, zu den Hochs von vor ein, zwei Jahren. Und was aber dem einen oder anderen Fuchs von euch vielleicht noch auffällt, ist die PE-Ratio, die Forward-PE-Ratio ist trotzdem doch relativ hoch für so ein Softwareunternehmen. Das darf man definitiv nicht vergessen, wenn man jetzt sich entscheidet, heute schon zu investieren, weil der eine oder andere Investor schaut halt eben auf diese Zahlen und der würde dann halt eben sagen, nee, das Unternehmen ist mir doch noch zu teuer. Da muss man aber ganz klar sagen, dass auch viele andere Player in diesem Bereich, wie zum Beispiel Snowflake oder sowas, die halt eben doch noch, ich sag mal, relativ jung sind, zumindest an der Börse. Man muss halt einfach sagen, dass Palantir ja nicht seit 20 Jahren schon an der Börse ist, sondern erst seit 2 Jahren. Das darf man definitiv nicht vergessen. Und viele dieser Player, die dann halt eben etwas jünger sind an der Börse, haben halt solche PE-Ratios. Das darf man definitiv nicht vergessen. Das war aber auch früher bei anderen Unternehmen, also zumindest bei anderen Tech- und Softwareunternehmen, auch gang und gäbe. Ne? Also da muss man sich selber so ein bisschen entscheiden, okay, auf welche Indikatoren, auf welche Zahlen möchte man dann eben achten. Und daher war ja auch meine Frage an euch, wenn ihr bestimmte Indikatoren oder Zahlen habt, dann schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Das einfach nur mal so ein kleines Update zu Palantir, damit du weißt, worauf du achten solltest. Also wie gesagt, ich halte erstmal die Füße still. Vor den Earnings mache ich erstmal gar nichts, weil mir das Ganze zu unsicher ist. Das einfach nur als klare Ansage von mir. Ich werde jetzt erstmal nichts machen. Du kannst mir aber unten in die Kommentare reinschreiben, was deine Vorgehensweise ist. Ich interessiere mich da auch jedes Mal für. Falls du generell irgendwie auch ein anderes Unternehmen hast, auf was du gerade schaust oder irgendein interessantes Unternehmen, eine Kryptowährung, irgendein Investment, schreib es mir auch gerne unten in die Kommentare. Das interessiert mich auch jedes Mal. Und falls dir dieses Video irgendwie gefallen hat, geholfen hat, wie auch immer, dann freut es mich natürlich sehr, wenn du mich abonnierst, den Kanal aktivierst mit Glocke, dass du dann einfach up to date bleibst, wir uns austauschen können und du mir einfach einen kostenlosen Daumen nach oben lässt. Wäre mir eine sehr, sehr große Ehre, wenn du halt weiterhin auch dran bleibst. Mich freut es immer wieder, wenn ich die Kommentare von dir oder von euch lese und ich freue mich einfach nur noch auf das nächste Video.